Am 6. Juni 2018 wurde endlich die Radverbindung Felbert-Nierenhof-Essen-Kupferdreh eröffnet. Die Strecke führt in der Nähe der Bahntrasse entlang und hat den großen Vorteil, dass man dieses etwas unangenehme Straßenstück zwischen Nierenhof und Kupferdreh nun nicht mehr fahren muss. Es gibt zwei neue Brücken, eine Menge neue Infrastruktur, ganz nette, ja, Naturansichten und die Industriekultur kommt auch nicht zu kurz. Durch die Öffnung wird ein klaffendes Loch im Radverkehrsnetz zwischen Felbert und Essen geschlossen. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen Weg mal auszuprobieren. Es ist deutlich angenehmer, als das Stück über die Straße zu fahren. Und ja, nun gibt es endlich eine komfortable Verbindung aus dem Wodantal und aus dem Felderbachtal in Richtung Essen.